Hallo, liebe Freundin, Freund. Ja, ich melde mich heute mit der Nachricht, die nicht so gut ist, dass ich nämlich einen Tumor habe. Und ehe irgendwelche wilden Gerüchte über mich in die Welt gesetzt werden, wollte ich sagen, ich will versuchen, offen mit diesem Thema umzugehen und euch auch auf dem Laufenden zu halten, ohne irgendwelche Hemmungen zu haben, weil ich denke, diese Krankheit ist einfach eine Bedrohung für uns. Diese Bedrohung ist aber hauptsächlich, denke ich mal, im Schädel. Das ist natürlich bei jedem verschieden und ich wollte jetzt keine klugen Sprüche hier klopfen. Ich wollte nur sagen, dass ich eine gute Perspektive sehe für mich und dass ich auf diese gute Perspektive der Therapie irgendwie vertraue. Bislang wurde ich jetzt mein Körper darauf vorbereitet, zum Beispiel über eine Magensonde, dass ich demnächst keine Flüssigkeiten oder nichts Festes über den Mund zu mir nehmen kann. Und dann hier oben durch habe ich so einen Port, da können demnächst so Infusionen angeschlossen werden. Und da muss mich jedes Mal neue Schlaglöcher da in meinen Körper pieksen. Ja, es ist natürlich, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Manchmal komme ich mir sehr etwas übermäßig vor, dass ich gar keine Angst habe. Die Angst wird noch kommen, wenn es sein muss, aber solange sie nicht da ist, habe ich sie auch nicht. Und ich sehe eigentlich in diesem Tumor keinen Feind, den ich bekämpfen muss, sondern ich weiß genau, dass der Tumor auch ein Teil von mir ist und dass ich weiß, welche Anteile ich an der Entstehung einer solchen Wunde, nenne ich das mal eine seelische Wunde, welche Anteile ich da habe und dass ich jetzt diese Wunde heilen kann und muss. Und das denke ich, je offener ich damit umgehen kann, umso besser wird das. Um mit euch ganz gut kommunizieren zu können, plane ich mit Lucky irgendwie eine Kommunikationsbrücke, damit wir miteinander ins Gespräch kommen können, dass ihr alles wissen könnt, was ihr wissen wollt und wo wir einfach auch ja, miteinander wirklich über Ängste und was weiß ich und Schmerzen kommunizieren können. Also es geht mir im Moment eigentlich gut. Ich spüre ja nichts oder habe nichts. Ich habe halt einen Tumor und da muss ich dann darauf bauen, dass diese Stimmung zu erhalten, auch wenn demnächst die Therapie da einsetzt. Ja, das ist eigentlich alles. Habe ich starke Stützen in Bettina und Lucky. Und es ist schon fantastisch, wie ich so spüre, dass so diese Dreierkonstellation, wie wir uns da gegenseitig stützen und vielleicht auch gegenseitig uns helfen können, wenn einer von uns dreimal in ein tiefes Loch fällt. So gesehen, ja, kann ich nur sagen, legen wir los morgen mit der Chemo und drückt mir die Daumen, vergesst mich nicht und ja, schickt mir ein paar gute Gedanken. Ne? Euer Christoph. Bis denn. Ciao.